Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei der zweiten Folge von Generation Zero Pur. Wir sind mittlerweile wieder an der Kirche angelangt, nachdem wir beim Haus des Jägers das Jagdgewehr erbeutet haben. Ihr werdet es nicht glauben, aber wirklich bis zu dem Moment, wo ich den Aufnahmebutton gedrückt habe, hat es hier noch nicht geregnet und in dem Moment hat es angefangen zu schütten. Aber das macht nichts. Das ja, fügt dem Ganzen nur noch ein bisschen mehr Dramatik zu. So. Wir haben von der Theresa die Bitte erhalten, nach ihren Großeltern zu schauen. Die sind verschwunden und ja, der nächste Stopp ist dann gleich hier beim Kahlschlag, beim Holzfällercamp. Dann würde ich sagen, schauen wir doch mal, was hier so los ist. Ich weiß natürlich schon, dass hier Gegner lauern. Deswegen stellen wir das Fahrrad erstmal ab und schauen uns das Ganze durchs Zielfernrohr an. Ich weiß, dass hier Ticks lauern. Ein Stück können wir schon noch vorwärts. Und weiter hinten sind noch ein paar Runner, wenn wir es schaffen. Mehr oder weniger da. Ich glaube, da vorne ist einer. Ja. Verdammt. Ich habe einfach Schwierigkeiten mit dem Scope richtig zu zielen. Ich weiß auch nicht. Pfosten gerade wirklich als Deckung gut geeignet ist. Okay. Wir fahren ein Stück weiter vor. Wir brauchen das Fahrrad dann nämlich gleich wieder. Wir lassen das Fahrrad quasi, ich würde sagen, hier mal stehen. Vielleicht noch ein Stück weiter vor. Denn zuerst würde ich gerne hier die hier Musik. Okay. Das hat hier ein Ghetto Blaster, ne? Oder halt ein Radio. Das wäre vielleicht unsere Chance. Naja. Jetzt schauen wir erstmal, was hier so los ist. Ob es hier was zu looten gibt. Was hast du dabei, mein unglücklicher Freund? Jetzt am Anfang nehmen wir einfach mal alles mit. Wir haben ja ausreichend Platz in der Plünderkiste. Ich höre immer noch Musik. Also wie gesagt, in dieser Folge, ne, geht es rein nur um die Story. Benzin findet man anscheinend im Überfluss. So, dann schauen wir uns jetzt mal an, wo die Musik herkommt. Und gesundheitstechnisch muss man hier natürlich ein bisschen was machen. Fahrrad haben wir abgestellt, sehr gut. Är det fler maskiner på kalhygget? Snälla, ta det försiktigt. Va? Är de distraherade? Av en radio? Det är ju fantastiskt. Då kan vi helt enkelt leta efter saker som låter. Ein Hammer. Irgendwo schleicht noch einer rum.
Irgendwie sah das hier früher anders aus, ne? Da waren da noch ein paar Bäume hier und ein Panzer. Das Radio läuft noch, das heißt, sie sind immer noch abgelenkt. Da ist er. Okay. Ich denke, time für die Pumpgun. Das war knapp. Das war knapp. Ja, hier war früher Panzer und tote Soldaten rumgelegen. Ich frage mich, ob ich das Fahrrad holen soll. Nee, wir laufen dann einfach zum Fahrrad zurück. Wir durchsuchen hier jetzt alles und dann laufen wir zum Fahrrad zurück, ne? Danke für das Radio. Hier ist nichts. Ja, das Wetter trägt natürlich wirklich zur Stimmung bei. Es ist schon, also stimmungsmäßig und von der Landschaft her und so ist Generation Zero wirklich top, finde ich. Was natürlich cool wäre, wäre noch so eine Art Survival. Ja, das ist hier alles anders geworden. Was haben wir hier? Hat sich alles verändert. Das ist ja cool. Da ist das Dala-Pferd, das ist noch da. Schalldämpfer für Gewehre. Schalldämpfer für Gewehre. Jetzt sieht alles anders aus wie früher. Stenhaga gård. Ja, det ligger bara lite längre fram på samma väg. All right, vad bra. Så vissa från trakten samlades där. Vår familj har känt familjen Andersson sedan innan jag föddes. Då kanske det var farmor och farfars idé att mötas upp där. De har ju gott om plats på gården. Okej. Jetzt müssen wir zum Stenhager Bauernhof. Und da hoffe ich mal, dass das wieder nicht so ein Bug ist. Beziehungsweise, wir schauen mal schnell, da hinten liegt eine Munitionskiste. Wir lassen das Fahrrad zurück, habe ich gerade beschlossen, denn. Entschuldigung, mal einen Schluck Tee nehmen. Schön gechillt. Ich habe die Woche Urlaub, deswegen lasse ich alles ein bisschen ruhiger angehen, ne? An der Stelle nochmal auch ein Dankeschön für eure Kommentare. Ich habe in den letzten Tagen wirklich sehr, sehr viele sehr nette Kommentare unter meine Videos bekommen. Und ja, danke dafür. Das freut mich und ja, bestärkt mich natürlich auch in dem Willen, hier weiterzumachen und Content für euch zu fabrizieren. Wir haben auch heute die 8.900 Abonnenten geknackt quasi. Das Ziel ist ja bis Mai, glaube ich, habe ich gesagt, möchte ich die 9.000 haben. Und ich denke, wenn das in dem Tempo weitergeht, dann schaffen wir das auch. So, jetzt konzentrieren wir uns aber wieder, denn hier vorne kommt jetzt der erste Hunter. So, ich möchte mal kurz gucken, denn wir haben ja einen Schalldämpfer für ein Gewehr. Den bringen wir dann auch gleich mal an. Exklusivgasbehälter. Okay. So, also folgendes. Hier vorne die Straße runter haben wir einen Container mit einem Hunter. Wir haben aber hier hinten so eine Art Militärzeltlager. Polizei, Militär, wie auch immer. Und da sieht man schon, man sieht zwar das Lager noch nicht, aber man sieht, dass das von drei
Runnern bevölkert ist. So, jetzt machen wir mal was, was ich am Anfang des Spiels gemacht habe. Um den Hunter kümmern wir uns später. Wir schleichen uns jetzt mal von hinten an dieses Militärlager ran und versuchen in so ein Zelt zu kommen. Denn Zelte sind überraschenderweise sehr, sehr stabil in Generation Zero. Und gerade jetzt am Anfang gegen die Gegner, die hier auftauchen, im Startgebiet, die können uns, wenn wir im Zelt drin sind, fast nicht irgendwie mit ihren Waffen erreichen. So, das Wetter hat sich ein bisschen aufgeklärt. Man meint fast, man könnte das feuchte Gras riechen und alles, also den Waldboden nach dem Regen. Vilken tur att du hittade mig. Det finns ingen annan jag kan vända mig till. Jag var ute och tältade med min gamla scoutpatrull. Alla har fyllt 18 i år, så ja, det blev lite fest, du vet. Vi var där ett par dagar och hade jättekul, men sen när jag kom hem, det var då allt började. Mina kompisar, till och med poliserna, alla är döda. Min familj, jag vet inte om de lever. Hoppas någon hjälper dem. Mach dir keine Sorgen, Therese. Wir regeln das. Na? Moment mal. Was mir da gerade noch so einfällt. Wir haben einen Fertigkeitspunkt. So, jetzt geht das natürlich wieder los. Wir müssen mehr oder weniger hier anfangen, denn wir brauchen das Schlösser knacken. Chemiker, erhöht deine Basiswiderstand gegen Gas. Andererseits, jetzt lass uns mal kurz nachdenken. Das Schlösserknacken brauchen wir. Wann brauchen wir das erste Mal? Die Maschinenpistole am Sportplatz, die kriegen wir auch ohne Schlösserknacken. Ja, aber gut, okay, was soll's, komm. So früh wie möglich. Das Schlösserknacken und dann überlegen wir uns, welchen Fertigkeitenstrang wir weiter verfolgen. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Denn ich möchte hier natürlich möglichst unerkannt in das Zelt kommen. Wird schwierig, weil selbst den Hunter können wir dann aus dem Zelt raus bequem erledigen. Da liegt einer. Ein Polizist. Dankeschön. Da ist der LKW. Nicht blöd, weil der Eingang fürs Zelt ist auf der anderen Seite. Und da auf der Straße müsste der Hunter sein. Aber wie gesagt, um den kümmern wir uns später. Kommen wir hier durch? Natürlich nicht. Schaffe ich. Ha! Perfekt. Die wissen noch nicht, dass wir da sind. Was haben wir hier? Pump Action, aber die gleiche, die wir haben. Sieben, die erste 7,62 mm Munition.
So, wenn das nächste Mal vorbeikommt, ich nehme so einen Schluck Tee. Wenn das nächste Mal vorbeikommt, knall man ab. Können natürlich auch den extremst kugelsicheren LKW hier benutzen. Rotpunkt Zieloptik. Nice. Die erste in grün auch noch. Schön. Die wird uns mit Sicherheit sehr hilfreich sein. So, jetzt spitzeln wir mal darunter, wo der Hunter ist. Komisch. Sollen wir eine Falle präparieren? Mit dem Polizeiauto. Wo sind denn die alle hin jetzt? Da ist der Hunter. Da läuft er. Kommt der Hunter. Ja, komm doch näher, komm. Ist er da? Jawohl, er ist da. Das mit den Fallen legen, das macht mir so viel Spaß. Das ist wirklich episch. Ich hätte es aber nicht gedacht, dass der das von da hinten hört. Zumal ja die Hunter, die jetzt hier links irgendwo rumschwirren, die Runner, die waren ja viel näher dran. Die haben gar nicht reagiert. Ja, okay, dann wird es Zeit für die Pumpgun. Können ja jetzt auch nicht ewig rummachen, ne? Kommt ihr nur her? Hab mich da gar nicht gerafft. Die laufen da hinten rum, dann haben sie Pech. Haben wir hier alles? Das war hier auch anders. Früher waren hier so Käfige mit gefangenen Ticks. Jetzt schauen wir mal schnell, was hier im Polizeiauto noch für uns ist. Nix. Gut. Er gibt uns schon mal die erste Magnus-Munition. Ja, jetzt können wir eigentlich recht entspannt bis davor latschen. Da drüben ist der Bauernhof. Da kann man ihn schon durch die Bäume, kann man ihn schon sehen. Suchen wir hier noch durch. Wir haben hier in dem Container ist ein Tick drin, wenn mich nicht alles täuscht. Eine Zecke. Ja, man hört sie schon. Und es kann sein, dass von da hinten welche kommen. Wobei das vielleicht eine andere Stelle gewesen sein könnte, die ich gerade damit verwechsel. Rotpunkt Zieloptik nochmal in Grau. So, nochmal schnell hier durchgeschnüffelt. Und dann gehen wir zum Bauernhof. Und hoffen, dass das nicht verbuggt ist. Weil das hatten wir ja schon mal. So, hier oben, genau. Also wenn ihr so eine komische Scheune seht, dann lohnt es sich manchmal einen zweiten Blick hier oben in das Fenster zu werfen, denn da liegt manchmal auch ein Rucksack drin. Da oben ist ein Runner, aber... Der ist mir jetzt egal, der gehört wahrscheinlich zu der Nebenmission da oben bei dem bei der Burgruine. Wie gesagt, Nebenmissionen werde ich wahrscheinlich in dieser Staffel keine machen. Wir schauen noch kurz, ob am Panzer nicht ein Soldat rumliegt, der noch irgendwas für uns hat.
Da ist ein Runner. Es lohnt sich auch manchmal. Es war gar kein Runner, oder? Ich bewege mich jetzt nicht. Es lohnt sich auch oben auf die ausgebrannten Panzer zu gucken. Manchmal liegen da auch welche rum. So, gut. Das haben wir alles. Dann, wir werden den Bauernhof von der Straße her angehen. Denn da haben wir eine sehr, sehr gute Möglichkeit, auch wieder eine Falle zu legen mit dem Gastank neben der Scheune. So, also wir haben zwei Rotpunkt-Zielobjektive, also. Und da bin ich gerade überlegen, momentan können wir sie noch gar nicht brauchen, ne? Wir haben nichts, wo die drauf passen würden. Ich könnte jetzt hier, glaube ich, eins drauf machen, aber auf eine Schrotflinte so ein Scope drauf machen ist eher. Ja, braucht's nicht, ne? So, bevor wir hier überhaupt irgendwas machen können, müssen wir ja die Viecher erledigen, die da rumlaufen auf dem Bauernhof. Und deswegen schleichen wir uns da jetzt mal ran. Dass wir das Fahrrad zurücklassen haben, macht ja jetzt auch nichts, weil wir haben hier eine neue Fahrradstation. Benzin. Holen wir uns hier noch den Brandbeschleuniger. So. Jetzt schleichen wir uns mal ran, bis die Mission getriggert wird. Und den Tank werden wir dann gleich in die Luft sprengen. Haben wir noch ein Radio? Jawohl. Wir haben noch ein Radio. Okay, ich höre sie schon. Irgendwie fehlt hier auch ein Felsen. Da sehe ich schon so ein Vieh. Oh nej! Är vi för sent ute? Klarar du att ta koll på dem, tror du? Da sind die Felsen. Ich brauche nur ein klares Schussfeld. Auf den Explosivgasbehälter, Radio. Zum Glück kommen sie jetzt alle da angelaufen. Skönt att jag kan räkna med dig. Hittar du någon där borta? Kanske i ladan. De brukar ha en massa bra grejer där. Da ist noch ein Tick in der anderen Scheune. Den holen wir uns aber auch gleich. Also das hier funktioniert echt super. Gut, natürlich ist jetzt die Gasversorgung für den Bauernhof erstmal für eine Zeit lang unterbrochen. Wie das ausschaut. Jesus. Lasst euch nicht von dem Husten abbringen, meine Freundin. Ist mal wieder so schlau und raucht weiter trotz Grippe seit, keine Ahnung. Ja. Aber naja. Ich hab's mir abgewöhnt, da irgendwas zu sagen. Komme ich nur in Teufelsküche. Komme ich nur in Teufelsküche, deswegen lieber Ruhe. So, jetzt pass auf. Wir brauchen noch den einen Tick. Das Problem ist, wenn wir das Tick da drin erschießen, fliegt da auch wieder alles in die Luft, weil das ist so ein Sprengtick. Aber der kommt vielleicht raus, oder? Schieß mal oben drüber, vielleicht kommt er raus. Er kommt nicht raus. Okay. Das war's. Damit dürften alle Viecher hier auf dem Bauernhof getötet sein. So, wir tun jetzt mal so, als wüssten wir nicht, wie die Story ist. Und versuchen hier in den Unterschlupf zu kommen. Ist es los? Was komisch. Nyckeln borde ligga någonstans i huset. Ist der Schlüssel im Haus? Jag mår bättre nu och jag tänker ändå inte stanna kvar här, ensam och instängd. Jag lovar att vara försiktig. Das ist aber hier in dem Haus, weil in das Haus kommt man gar nicht rein. Und der liegt hier irgendwo auf dem Tisch, glaube ich.
da ist er. Jag känner dem på gården. De är väl i 70-årsåldern ungefär. Deras dotter Anita är ganska ball faktiskt. Min favoritvuxen typ. Vi pratar över radion ibland när hon är ute och kör. Eller om jag är ute och tältar. Die Anita? Die Anita ist also ziemlich cool, sagt Therese. Schauen wir mal, ob wir die Anita überhaupt jemals irgendwann treffen. Aber ich kann mich da an ein paar Sachen erinnern. Die Anita hinterlässt uns nämlich ein paar Nachrichten, glaube ich, auf diversen Anrufbeantwortern. So, was haben wir hier? Ruhe. Adrenalinspritze, sehr gut. Die werden wir mit Sicherheit irgendwann mal brauchen. Wie ich mich kenne. Die klebenden Magnetfackeln, die nehmen wir auch mit. Sonst noch irgendwas? Nein. Also das Haus haben wir durch. Ja? Oben noch. Hier ist alles verbarrikadiert. Ins Bad gucken. Nein, ist gar nicht das Bad, das ist die Abstellkammer. In dem der durchschnittliche Norweger seinen Sprengstoff lagert. Schwede. Muss ich hier mal an Dings denken, an Heartbreak Ridge mit Clint Eastwood. Kein Oscar-verdächtiger Film, aber sehr witzig. Sehr witzig. So, schauen wir hier nochmal. An Loot ist ja in dem Spiel wirklich, besteht da wirklich kein Mangel. So, Garage, kommen wir da rein? Nee. Aber hier kommen wir rein. Wir suchen erstmal alles durch in Ruhe. Bevor wir den Unterschlupf freischalten. Waffentechnisch wissen wir ja, wo alles liegt. Und wir werden auf unserem Weg nach Norden natürlich auch so ziemlich alles einsammeln. Bis hin zum Panzerwehrgewehr. Okay. Gut, wir treffen uns in der Scheune. LKWs, ich glaube, die sind leer. Also der ist, glaube ich, zumindest mal leer hier. Nur ist er nicht, okay. So kann einen die Erinnerung täuschen. Da drüben geht, glaube ich, nur die Garage und hinten der Schuppen. Da ist noch ein Schuppen. Ja. Nichts mehr. Und das Haus ist verbarrikadiert. Kleine Brennstoffzelle. Da hinten ist auch noch ein Schuppen, den haben wir auch noch nicht. Der hier ist leer. Da kommen wir nicht rein. Gut, okay. Also. Das ist nicht schön. Hier da unten gibt es, glaube ich, noch einen Anleger, aber ich bin mir relativ sicher, dass da nichts Spektakuläres lauert. Hier noch irgendwas? Ah ja, dran vorbeigelaufen. Für die Klauke, nicht für die Klauke, für die Möller gibt es hier natürlich Munition bis zum Abwinken. Aber ich bin kein Freund von der. So, Unterschlupf freigeschaltet. Das ist sehr gut, dass wir hier diese Werkbank haben. Können wir nicht dem ganzen Ressourcenstau, den wir haben, ein bisschen abbauen. Das hören wir uns gleich an. Zuerst wird ein bisschen rumgeschnüffelt. Sehr gut. Hallo, was haben wir da? Nur vom Teufel spricht. Aber warte mal, die nehmen wir mit, weil die werden wir dann... Hoppla, falscher Knopf. Die werden wir dann gleich zerlegen. Hier ein paar gute Schlafsäcke, jawohl. Massivgasbehälter.
Das ist die Plündererkiste. Okay. So, dann hören wir uns mal an, was hier los ist. Skyddsrummet i Salthamn. Lysande! Då är det där alla är. Det måste de vara. Okej, okay, det är så. Kan du hämta deras verktygslåda innan du går? Den ligger i sjöboden nere vid bryggan. Du har ju hjälpt mig, så jag vill hjälpa dig också. Den verktygskasten. Alltså måste vi dock runter zum Anleger machen wir das gleich. Ja, das machen wir gleich. Ja, sieht man mal. Also ich, das erste Mal, als ich die Story angespielt habe, war das kurz nach dem Release von dem Game oder halt noch im Early Access und da war das alles komplett anders. Da gab es solche Geschichten hier nicht. Hittar du verktygslådan? Toppen. Ta med den hit. Aha. Min hemliga plan är att fixa en fältradio åt dig. På scoutlägret i somras visade jag de andra hur man joxar med radioapparater. Jag hade så himla roligt. Ja, kriegt man gerade Lust auf irgendwie Campingurlaub, ne? Ja, damals gab es auch noch keine Fahrräder und nichts in dem Game. Das war wirklich pure Latscherei. Aber hat mich damals schon schwerst beeindruckt. Ich muss hier unten noch schnell durchschauen, bevor wir dann kurz wahrscheinlich einen Cut machen, während ich das ganze Zeug zerlege oder einlager. Und dann geht's weiter. Hier unten im Stall vielleicht auch noch irgendwas. Manchmal hängt da noch so ein Rucksack rum. Doofe Schubkarre. Nein, okay. Natürlich blöd, dass man hier jetzt außen rum muss. Habe ich den schon? Nein. Sieht man mal. Immer zweimal gucken, ne? Auf den Traktoren steht manchmal auch was rum. Nein. Okay, die gute Teres ist jetzt da. Da ist sie. Mit Fräulein Bikey. Ist ja cool. So. En sekund bara. Så, nu ska det funka. Ta den här. Vi vet ju hur farligt det är där ute. Så. Nu behöver vi bara ta oss till Salthamn och möta upp alla där. Det är bara över bron. Typ det närmsta vi kommer till en stad här i skärgården. Okay, so weit, so gut. Ja, wie gesagt, ich mache jetzt kurz einen Cut, machen wir eine kurze Werbepause und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir sind zurück. Ich habe alles, was wir nicht brauchen, zerlegt. Hab mal geguckt, was wir so brauchen könnten, aber wir haben. Momentan können wir eh nur Erste-Hilfe-Sets craften, Benzin-Reparatursets und 32er Munition. Und das brauchen wir alles nicht. Erste-Hilfe-Sets haben wir schon 45 Stück gelootet, also da besteht absolut kein Bedarf. Deswegen fahren wir jetzt einfach geradeaus durch bis nach Saltham und schalten da den Bunker frei. Genau. Da vorne halten wir noch kurz an. Da ist ein Abschleppwagen, da gibt es noch ein Sammelobjekt. Und ansonsten halten wir uns gar nicht lange auf, fahren durch. Und ja, sehen, was uns erwartet. Die Bremsen sind nicht besonders gut bei dem Fahrrad. Hallo. Also. Da hinter dem Felsen sind Ticks. Die werde ich jetzt aber erstmal ignorieren.
Die wollen noch nichts von uns. Levelaufstieg, sehr gut. Jetzt habe ich nicht geguckt, was wir da gelootet haben. 762er. Das war's, oder wie? Sprengstoff. Nichts drin. Hier ist noch was drin. Gut, okay. Alles klar, dann fahren wir jetzt geschwind wie der Wind nach Saltham. Lass uns da nicht aufhalten. Schon gar nicht von dieser Straßensperre. Oh, scheint ein Gewitter zu geben. Ja. Okay, ich glaube, wir fahren rechts dran vorbei. Hallo. Netter Versuch. Ching, ching. Regeringen gick ut med ett viktigt meddelande till allmänheten i radion i fredagsmorse. Hesa Fredrik tutade och då säger försvaret att man ska ta sig till närmaste skyddsrum om kriget kommer. Och här är det alltså Salthamn. Då betyder ju det att alla redan var i säkerhet när maskinerna kom. Einfach weiterfahren, nicht rechts, nicht links gucken. Das Dumme ist natürlich, dass wir auf der Brücke absteigen müssen. Ganska snart. Bilen ligger på andra sidan. Kanelbullarna på kondiset är fantastiska förresten. Seit wann ist denn die Relais-Antenne auf der Brücke? So ein Dreck. Das war früher auch anders. Okay, wie lösen wir das Problem? Eine Falle? Eventuell eine Falle? Der hat mich schon gesehen. Aber er verliert mich. Er verliert mich. Komm, lass mich hier durch. Wir werden eine Falle legen. Ich muss nur überlegen, wie und wo. Hallo, jemand zu Hause? Es ist niemand zu Hause. Eine Falle. Okay, theoretisch müssten Sie, wenn wir hier auf dem Vorplatz ein Radio deponieren, müssten Sie das hören. Würdest du mich da hier durchlassen, danke? Wir deponieren es. Wie viel haben wir von den Dingern? 3. Oh, hallo. Du hast da bestimmt irgendwas für mich dabei. Verdammt. Okay, wenn der erste kommt, muss man halt mit der Pumpgun erledigen. Wie ich jetzt auf den schieße, ist natürlich Konfetti, ne? Okay. Okay. Ist da noch einer? Da kommt noch einer. Komm. Kommt jetzt gleich aus dem Gebüsch rausgeschossen. Achtung. Okay, Sturm.
Noch eine. Das sind die vom Bauernhof. Okay, wurscht. Looten wir erstmal hier unsere gegrillten Freunde. Das hat gut funktioniert. Überraschend gut. Fahrrad können wir stehen lassen, wir kommen eh nicht mit dem Fahrrad über die Brücke. Relaisstation. Ist da einer auf der Straße? Nee. Also, geht doch. Bra. Jag har det mycket bättre nu. Mottagningen var värdelös förut. Det verkar som att den där grejen du förstörde skickade ut någon slags radiosignaler. Ja, mit dem Funkgerät. Ja, man sieht sie noch nicht, aber da auf dem Platz rennen auch welche rum. Okay, weiter geht's. Na? Kann ich mich jetzt hier nicht ducken oder was? Und dann machen wir es eben so. Ja, die Straßensperre gab es ganz am Anfang auch nicht. Das Polizeiauto war schon da und da gab es im Kofferraum und Scope, genau. Zielfernrohr für Gewehre. Müssen wir gleich mal gucken, ob das nicht besser ist als das, was wir montiert haben. Das war immer so mein Anlaufpunkt für mein erstes Scope hier, das Polizeiauto. Nostalgie. Da schauen wir doch gleich mal. Das Mäuserjagdgewehr. Was haben wir denn da drauf? Ja. Haben wir. Auch nur in Grau. Egal. Was wir haben, das haben wir. Benzin. Ich will schon fast gerne mitnehmen. So viel Benzin, aber wer weiß, ob wir das später nicht brauchen. Aber das kann man auch relativ einfach herstellen. So, wir spurten jetzt einfach mal schnell hier runter. Und schalten den Bunker frei. Denn, Freunde, wir sind jetzt schon... Var kommer de där maskinerna ifrån? Och varför försöker de döda oss? Kan det till och med vara ett annat land som krigar mot Sverige? Bra att du skolkade från historien, Therese. Snyggt jobbat. Denn, Freunde, wir sind jetzt auch schon bei über 40 Minuten und ich hatte ja so mehr oder weniger gesagt, dass wir die Episoden immer so bei 40 Minuten halten. Aber ich nehme euch noch mit hier rein. Hier hinten mache ich zu. Spielt keine große Rolle, es würden keine Maschinen von draußen reinkommen, aber das ist einfach so eine Macke von mir. Ich muss hier einfach zumachen hinter mir. Was? Ein toter Mensch? Oh, fisch! Wie kommen die Festungen rein? Oh, nein, 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 nein! Baseballschläger. Den nehmen wir mal mit, natürlich nur zum Zerlegen. Der Brennball. Ja gut, die Stromversorgung stellen wir jetzt noch wieder her. In der Episode. Kommt nur her. Da habe ich einfach zu lange gewartet. Wir haben einen Fertigkeitenpunkt, fällt mir gerade ein. Und bam, schon haben wir Schlösserknacken 1 freigeschaltet. Mit dem nächsten machen wir das Schlösserknacken 2 und dann gucken wir auch, welche Spezialisierung wir uns geben wollen.
Du willst angreifen? Was meint ihr, was ist im Real Life hier in so einem Bunker mit der Pumpgun, was das für ein Krach ist? So, jetzt muss ich nachdenken. Stromversorgung. So. Det är verkligen helt tomt. Det kan inte vara sant. Var är alla? Ja, okay, das hier ist noch nicht so dramatisch wie in den anderen Bunkern. Alright. Tada! Jag sticker nu. Vi ses i skyddsrummet snart. Kanske ingen idé om alla redan är borta. Men jag bryr mig inte. Jag kommer dit ändå. Snälla, säg att du hittar någon ledtråd i skyddsrummet. Vad som helst. So, wir looten noch schnell den Bunker durch zusammen. Dass wir das erledigt haben. Mich würden ja keine 10 Pferde mehr aus so einem Bunker rauskriegen, nur um schnell Nahrung irgendwo. Da hinten war früher eine Kiste, ist auch nicht mehr. Ja, hier machen wir auch erstmal zu. Hier machen wir auch erstmal zu. Was haben wir hier noch? Okay, die ganzen Facilities, die wir brauchen. Nochmal eine Möller. Hier können wir dann anfangen, die Klamotten zu craften. Okay, die Mitglieder. Alter, kennt ihr das noch? Das ist zu hart. Also das ist ja mal typische 80er. Das Druckerpapier. Wow. Ah, herrlich. Schön. Das waren schöne Zeiten. Okay, Radios. Ja, komm, wir nehmen alles mit. Schränke ich hier fest oder was? Ja, so ein Unstuck-Button, Befreiungs-Button, der wäre manchmal in dem Spiel gar nicht schlecht. Okay. Freunde, wir führen noch ein kleines Tänzchen auf. Zur Freude des Tages, genau. Zur Feier des Tages. Damit ist die zweite Episode von Generation Zero pur abgeschlossen. Ich denke, wir haben uns ganz gut geschlagen bis hierhin. Und ja, wir sehen uns morgen in der nächsten Folge. Hoffe ich doch. Ich hoffe, ihr seid alle wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen da. Schreibt mir in die Kommentare auch, was ihr über Generation Zero denkt. Habe ich in den letzten Tagen auch sehr interessante Kommentare gekriegt von einigen Leuten, die jetzt erst mit dem Spiel angefangen haben oder die sich aufgrund von mir und dem Voucher natürlich, ne, Servusle, überlegt haben, Generation Zero, wie er immer so schön gesagt hat oder sagt, zuzulegen. Ich kann es euch eigentlich nur empfehlen. Es ist einfach, es ist ein schönes Spiel. Es macht Spaß und ja, würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haltet die Ohren steif, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer Ü40.